Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen und besonderen Video. Zuerst mal zur Erklärung, was in diesem Video passieren wird. Ihr seht hier ein paar Neuheiten, die ich alle gekauft habe. Die werde ich gleich noch ganz kurz ansprechen. Dann geht's morgen ab in die Berge mit dem Fahrrad und das werde ich ein bisschen, ich sag mal so, dokumentieren, ein bisschen, also eine Art Vlog machen. Aber bevor das Ganze dann morgen losgeht, ihr werdet auch noch mehr dazu erfahren, stelle ich euch erstmal vor, was ich hier alles gekauft habe. Fangen wir an mit dem Scout-Schuh, den kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Das Harry Potter-Set hier habe ich mir auch letztens gekauft. Sowie diese drei Figuren. Zwei von denen, nämlich die beiden, gehören zu diesem Heft hier dazu. Ja, ihr kennt wahrscheinlich solche Hefte. Die dritte Figur ist eine Looney Tunes-Figur, die in einer Minifiguren-Serie dabei war, also in den neuen. Und das hier hat jetzt auch wenig mit Klemmbaustein zu tun. Das ist ein Revell-Set reduziert. Hat was mit Star Wars zu tun, deswegen bin ich da ganz großer Fan davon. Sachen gepackt. Equipment dabei. Es ist aktuell 19:25 und jetzt in 12 Stunden sitze ich wahrscheinlich schon auf dem Fahrrad. So, es ist jetzt 3 Stunden später und jetzt haue ich mich aufs Ohr. Guten Morgen, es ist jetzt 7 Uhr und jetzt geht's los. Und es geht los. Wir sind jetzt circa bei 22 Kilometern und wir fahren gerade an solchen richtig geilen Feldern vorbei mit bisschen Aussicht. Es sind immer noch keine Berge zu sehen, aber bei 22 Kilometern ist es natürlich eh noch nicht so zu erwarten. Zur Info, wir fahren 120 Kilometer insgesamt. Genau. 1920, das ist ein extrem geiles Schloss da hinten. Noch nie im Leben einen richtigen Vlog gemacht, deswegen habe ich keine Ahnung, was ich jetzt filmen soll und so. Ich fühle es hier ein bisschen die Landschaft. Ich glaube, wenn du in die Berge kommst, wird es ein bisschen interessanter. Bis 9:45 Uhr, circa bei 30 Kilometern. Geile Landschaft. Aber ist es bei euch auch aktuell so, dass bei euch auch so viele Nacktschnecken überall rumliegen auf dem Weg? Vor allem auf so Teerwegen wie hier. Es ist brutal, wie viele das sind. Gesunde Ernährung. Da sieht man jetzt schon die ersten Berge. Wir sind jetzt auch im Ostallgäu angekommen, also da, wo wir am Ende auch bleiben und hinwollen. Und ja, genau. Jetzt geht es erstmal weiter. Wir machen gleich eine kurze Pause.
Wir sind jetzt mit dem Weg fast über die Hälfte, also sind jetzt circa bei 60 Kilometern von 120. Und genau. Und langsam nähern wir uns an den Bergen. Und jetzt geht es erstmal weiter den Weg hier entlang auf die Berge zu, so halb. Wir sind jetzt circa bei, auf jeden Fall fahren wir jetzt noch ungefähr 30 Kilometer. Wir sind jetzt so circa 80 Kilometer gefahren, 90. Und da sind wir. So, ich bin gerade einen echt langen Berg rauf. Ich hoffe, es windet nicht zu stark ins Mikrofon. Auf jeden Fall sind wir jetzt ziemlich nah am Berg. Man sieht es da hinten ein bisschen. Und ja, wir sind gerade eher auf so einem Feld, aber jetzt ist es auch nicht mehr. Es ist jetzt nur noch 20 Kilometer langsam. Und es werden noch immer weniger. Also das Ziel ist auf jeden Fall schon in Sicht. Und jetzt die Frage, wo wir lang müssen, da oder da? Rechts oder links, ich weiß nicht. Also es ging jetzt links und jetzt müssen wir erstmal wieder einen Berg hochfahren. Den 100. heute. Bergfasswände und da hinten sieht man schon die Berge. Und jetzt geht es erstmal ein bisschen weiter. Also jetzt sage ich so ein bisschen was zu der Aktivität auf meinem Kanal. Ich war jetzt in den letzten paar Monaten nicht so aktiv. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen aktiver sein. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag ein Video rausbringe. Aber 2-3 im Monat sollten es schon dann sein. Außerdem wird demnächst auch mal wieder ein Stop-Motion-Film kommen. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Bei dem ich mir auch relativ viel Mühe gegeben habe. Also klickt euch da mal rein. Und jetzt sieht es hier schon viel geil aus. Man sieht es auf der Kamera nicht so gut, aber da sieht man schon echt viel von den Bergen. Also wir kommen näher. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, das Wetter hat sich vom Anfang ein bisschen verändert. Es kann sein, dass es einbricht, aber ich glaube es erstmal nicht. Es ist halt hier ein bisschen höher. Die Wolken sind auch viel dunkler, deswegen weiß ich nicht, ob das eventuell bald regnen könnte. Aber tut's hoffentlich nicht. Einfach optimistisch, die, ich glaube, 20 Kilometer jetzt noch fahren. Da hinten, irgendwo unter dem Berg, ist unser Ziel. Also im Hintergrund ist es wahrscheinlich jetzt extrem laut, weil ich gerade mitten an der Autobahn fahre. Aber wir sind fast da. Die Berge sind in Sicht. Ich blende euch hier oben ein. Wie weit wir jetzt sind, seht ihr wahrscheinlich selber. Genau, jetzt dauert es auch nicht mehr lange. Circa 15 bis 10 Kilometer noch. Genau. Und die ersten Kilometer haben auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt merkt man, die Steigung ist echt brutal bei dem Berg. Deswegen kommen wir jetzt auch ein bisschen langsamer voran, trotzdem, da hinten ist unser Ziel. So, und jetzt möchte ich mich noch bei euch für die 150 Abonnenten dafür bedanken, die wir ja jetzt geschafft haben. Ich finde es echt ultimativ, wie schnell wir von den 100 auf die 150 aufgestiegen sind.
Das ist ja nicht mal in einem halben Jahr. Also kurzes Update, es hat jetzt angefangen zu regnen und jetzt hechten wir hier diesen Berg hoch. Noch circa 8 bis 7 Kilometer. So, wir sind tatsächlich angekommen. So sieht jetzt die Aussicht aus. Es ist 19:38 Uhr. Es ist extrem spät. Wir waren aber allerdings nur 8 Stunden und 30 Minuten in Bewegung insgesamt. Oh, ich wusste gar nicht, dass es ein Happy Meal von Lego Duplo gibt. Eine Legende besagt, dass es in 10 Jahren immer noch Lego Movie 2 Sets geben wird. Ist dieses Creator Set allein nur wegen der Figur eine Anlegung wert? Bevor sie rausgehen. So, das war's jetzt auch mit dem Vlog und dem Video. Ich beende das Video jetzt hier. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.